Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder mal zur Chris Hilton Potente Gesundheitsküche. Die Bikini-Saison rückt näher und was macht man, wenn die Bikini-Saison näher rückt? Man nimmt ab, man speckt ab. So, und deswegen habe ich heute eine kleine Überraschung für euch und zwar, sieht man den? Einen Kohl. Und der hat richtig was zu sagen. Hallo Kohlkopf, sag mal, wie heißt du denn? Ich bin Wulfi, Wulfi, der Kohlkopf. Wulfi. Also irgendwoher kommt mir der Name total bekannt vor. Das ist mein Name, ich habe ihn bar bezahlt. Aha, Wulfi ist aber ein komischer Name. Woher kommt denn der? Was meinst du damit? Na, ist es ein lateinischer Name, ein griechischer, ein römischer oder ein hebräischer? Nein. Wulfi ist ein neuer Name, der dem Neologismus unterliegt. Neologismus? Ja, das bedeutet eine Wortneuschöpfung. Ich bin Wulfi. Und was bedeutet jetzt Wulfi? Wulfi bedeutet, dass alle, die mit mir zu tun haben, schlanker werden und abspecken. Ah, schlanker werden und abspecken. Ja, ich bin Wulfi. Ich wulfe etwas, dann hast du weniger und ich mehr. Ah, ich verstehe. Du bist quasi wie ein schwarzes Loch, wo Dinge verschwinden und nie wieder was rauskommt. Dass nichts rauskommt, habe ich nie gesagt. Manchmal kommt schon was raus. Ich hoffe aber, dass das nie rauskommt. Aha, das muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Nein, ich verstehe es ja selbst nicht. Aha, also Wulfi, wenn man mit dir jetzt abspecken kann, sag mal, wie geht denn das? Lass dich einfach mit mir ein. Das genügt? Ja. Ja, und wie lasse ich mich mit dir ein? Du wirst ja wohl wissen, wie man sich mit Kohlköpfen einlässt, oder? Naja, ab in die Suppe und Kohlsuppe draus machen. Genau. Aber die meisten machen das alle falsch. Ich erkläre jetzt mal, wie du es machst. Na, dann legen wir mal los, ne, Wulfi? Als erstes brauchen wir eine Stange Porree, eine Lauchzwiebel, einen kleinen Sellerie und jungen, grünen Knoblauch. Alles klein schneiden, in einen großen Topf, Wasser drüber und kurz köcheln. Und dann ist der schon fertig. Und den Rest erzählst du den Leuten. Und mich musst du jetzt richtig schön klein schneiden. Los, schneid mich klein, mach mich fertig. Freunde, ihr seid meine Zeugen. Er hat darum gebettelt, dass ich ihn klein mache. Ne? Man will ja nicht glauben, was so ein Wulfi alles rauskommt. Ich meine, man hätte ja gemeint, es ist nur so ein kleiner Kohlkopf. Aber schau euch, das war ein Riesenteller. Und hier auf dem Brettchen auch noch mal was. Also der war ja mal richtig ergiebig. Ne? So, außerdem muss ich schon sagen, das war schon eine ganz schön zähe Sau, der Wulfi. Ne? Also das so, du meinst, du gehst das so einfach durch, aber das, nee, du musst da schon richtig immer wieder mit Kraft bis die Sau mal aufgibt. Gell? So, ja, so Kohlkopf ist halt nicht zu unterschätzen. Ne? Ich bin jetzt fertig, habe alles klein geschnitten. Eine Sache habe ich noch gewartet auf euch, und zwar der junge grüne Knoblauch. Da möchte ich euch kurz was zeigen. Und zwar kann man von dem jungen grünen Knoblauch dieses Stück hier gerne mitverwenden. Abschneiden. Klein schneiden. Und dann von dem jungen Knoblauch diese weiße Schicht außenrum nochmal richtig schön wegschälen und den Rest klein hacken und den dann zusammen in den Topf. Ich zeige euch gleich ein Bild davon. Also nachdem ich die Haut weggemacht habe, sieht man hier richtig schön den jungen Knoblauch, wie er sich jetzt entwickelt. Und ihr könnt ruhig hergehen, könnt zum Beispiel diese Knospen auslösen und die klein schneiden und dann mit direkt in die Suppe rein. Und wenn ihr zum Beispiel hier dann auch noch seht, die kleinen, die könnt ihr alle direkt wegnehmen. Ja, das ist also, die wachsen jetzt sozusagen gerade. Ne? Wenn wir die jetzt mal wegnehmen, dann sehen wir hier drinnen nochmal wieder so eine weiße Haut, eine Schutzschicht. Die können wir aufschneiden. Und da kommen wieder kleine raus. Also diese kleinen Dinger, die könnt ihr alle verwenden und alle in die Suppe mit reintun. Schmeckt wunderbar. Beim Wulfi. So Freunde, jetzt muss ich noch ein bisschen was loswerden. Und zwar gibt ja die Kohlsuppe normalerweise für die potente Gesundheitsküche nicht viel her. Hier geht es ganz klar ums Abspecken, um Diät. Ne? Und ich werde mich jetzt hier mit diesem Topf die nächsten 5 Tage ebenso einklinken. Mein Startgewicht ist 81. Ich wollte dieses Jahr unter 80 kommen. Jetzt ist März, ich werde das wahrscheinlich auch in dieser Woche locker umsetzen können und endlich meine guten Vorsätze erfüllen können. So,
Ich muss euch aber noch ein bisschen was sagen, denn die Kohlsuppendiät, die ist nicht optimal. Und zwar folgendes. Es gibt sehr viele Leute, die brechen am dritten oder vierten Tag ab, weil sie es einfach nicht mehr sehen können. Punkt 1. Punkt 2 ist, die Kohlsuppendiät wirkt stark katabol. Das bedeutet, euer Körper baut nicht nur Wasserreserven oder Fett ab, sondern auch jede Menge Muskelmasse und zieht euch die Kohlehydrate aus der Leber raus und dann werdet ihr hungrig, ihr habt keinen Bock mehr weiterzumachen. Um diese beiden Punkte zu eliminieren, gebe ich euch einen kleinen Tipp. Ihr könnt in der Früh oder am Mittag, wenn ihr die Kohlsuppe euch warm macht, könnt ihr Kohlehydrate mit reintun. Eine Handvoll Reis, eine Handvoll Vollkornnudeln, kocht die weich, legt es mit dazu, dann habt ihr eine quasi vollwertige Mahlzeit, aber trotzdem wird jede Menge Wasser euren Körper verlassen. Und am Abend ist nichts dagegen einzuwenden, zu der Kohlsuppe mal einen Becher Thunfisch zu essen oder, was ich ganz gern mache, ist ein Ei mit reintun. Das Ei hat den Vorteil, dass es auch sehr stark appetithemmend wirkt. Also wer Eier isst, hat weniger Appetit. So, das ist nur ein Tipp von mir. Ich hoffe, ihr seid in dieser Woche mit dabei, wenn ich das mache. Ich ziehe das jetzt durch. Und dann sehen wir uns vielleicht, wenn ihr Bock habt, in der potenten Gesundheitsküche wieder. Also, ciao.